So, herzlich willkommen wieder zurück auf dem Channel. Ihr seht, wir sind unterwegs im Winter Wonderland. Schön kalt draußen. Wir sind auf dem Weg nach Groß-Gerau. So ungefähr eine halbe Stunde von mir. Und zwar treffe ich mich da mit Marcel, das ist Videograf. Der wird jetzt gleich meinen Brustring abfilmen. Freue mich drauf. Ihr habt euch ganz oft gewünscht. Der zeigt immer mehr von deinem Training. Normal bin ich immer relativ fokussiert bei meinem Training. Will einfach mein Ding machen und keine Kamera aufstellen oder sonst was. Michelle hat auch nicht immer Bock. Deswegen hilft Marcel mir jetzt. Wir werden ein bisschen öfters was drehen, wenn das Ganze gut klappt. Und wir haben jetzt einfach Spaß, geben Gas, let's go. Sieht schon mal von außen gut aus. Ja, ich freue mich. Modern auf jeden Fall. Let's go. Es sind echt viele Hammergeräte, ne? Ja, farblich schön abgestimmt auf jeden Fall. Was trainierst du heute? Brust. Okay. Trizeps, bisschen Bauch. Nice. Fürs Training machen wir mal einen Shake. Kommt mal genau. Ein Scoop, ein Minus rein. Das sind ungefähr 15 Gramm. Darf auch schön gehäuft sein. Nicht schlimm. Als zweites immer 30 Gramm Carbonox. Das sind so ein Kohlenhydratpulver mit Vitaminen, Mineralstoffen noch mit drin. Das ist ungefähr ein halber Scoop und ein dreiviertel Scoop. So ungefähr ist 30 Gramm. Und was mir immer nicht fehlen darf, Barbies, hier, ein Gramm Salz für einen besseren Pump. Das sind ungefähr 7-mal grinden. Genau. Das gibt es dann während dem Training immer. Dann werde ich los. Das ist natürlich nicht mein normales Homestudio, deswegen muss ich mich ein bisschen zurechtfinden noch. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schaut auf jeden Fall schon mal Hammer aus. Und farbig sehr schön abgestimmt. Schöne schwere Hanteln, schaut mal hin. Bis 80 Kilo. Ich glaube, die werden heute nicht bewegt. Auf jeden Fall nicht von mir heute. Jetzt mache ich erstmal meine Schulter ein bisschen warm. Und genau, dann tasten wir uns mal ran, das Ganze. Wichtig, dass alle Rotatorenmanschetten einfach schon mal auch ein bisschen Training abbekommen. Das sind so kleine Muskeln und die müssen so viel stabilisieren. Wenn die überhaupt nicht mittrainiert werden, sind die auf jeden Fall immer so eine Sollbruchstelle, sag ich mal. Und wenn man schwere Gewicht bewegt, werden die auf jeden Fall als erstes nachgeben, wenn die nicht mittrainiert werden. Deswegen vor jedem Oberkörpertraining werden die einfach prophylaktisch mitgemacht.
schön warm jetzt alles. Und dann suchen wir uns mal eine schöne Maschine, wo wir ansteigen können. Ich mag lieber immer irgendeine Maschine machen, zum Reinkommen ins Rennen, bevor ich irgendwas Freies mache. Einfach um schon mal alles warm zu bekommen. Und wenn man irgendwas Freies macht, ist doch die Verletzungsgefahr ein bisschen höher. Deswegen schauen wir uns mal um. Die schaut gut aus. Die testen jetzt mal. Ich glaube, so habe ich die noch nie gemacht. Also genau diese jetzt hier. Aber die schaut schon nett aus, deswegen wird jetzt mal getestet. Ist jetzt auf jeden Fall viel zu tief unten. Oh ja. Fühlt sich schön an. Ne? Aber Sitz muss auf jeden Fall viel weiter hoch. Ich bin anscheinend zu klein. Also das System wird jetzt so ausschauen. Ich werde jetzt mich hocharbeiten bis zum Trainingsgewicht. Da auf jeden Fall in jedem Satz nicht ins Versagen gehen. Einfach gutes Gefühl für die Übung bekommen. Bis ich bei einem Gewicht bin, wo ich denke, okay, das ist hoch genug, um einen Arbeitssatz zu machen. Arbeitssatz ist bei mir ja, zwischen 7 und 13 Wiederholungen und sowas in die Richtung. Dann machen wir einen schweren Satz, wo wir all out gehen. Und da wird es noch einen zweiten Satz geben, der ein bisschen leichter wird, ein bisschen reduziert vom Gewicht wird. Und dann werden wir irgendeine Intensitätstechnik draus machen. Was wir machen, da lasse ich mich selber noch überraschen. Schauen wir nach Gewichten. Vielleicht mache ich auch mit dem jetzt schon einen Arbeitssatz. Mal testen. Wenn es dann ein bisschen zu leicht war, ich mehr als 12 Wiederholungen mache, dann gehe ich danach nochmal hoch im Gewicht. Ist ein bisschen schwer, wenn man neu im Studio ist. Normal habe ich immer meine Liste, wo ich immer genau meine Gewichte aufschreibe, genau meine Wiederholungen aufschreibe. Da gibt es dann kein Auskommen und mein Ziel ist halt immer, entweder eine Wiederholung mehr zu schaffen, ein bisschen mehr Gewicht zu schaffen. Und gehen natürlich jetzt nicht hier. Deswegen improvisieren wir jetzt ein bisschen. Aber Gas geben tun wir natürlich trotzdem. War gut, sehr schöne Maschine, ich glaube ein bisschen schwerer können wir noch machen. Wie man sieht, wird jetzt keine brutalen Gewichte werden bewegt. Ich bin eher so jemand, versucht das Gewicht immer schön zu kontrollieren, mit wenig Schwung zu arbeiten, aber trotzdem sehr intensiv, einfach um die Verletzungsgefahr minimal zu halten und versuchen alle Spannung auf den Muskel zu halten. Nicht irgendwie aus den kleinsten Zehen noch irgendwas rauszuholen. Das machen wir jetzt so. Aber jetzt ziehe ich erstmal mein T-Shirt aus, sonst ist mir zu warm. Ja.
war ganz gut. Normal hätte ich jetzt beim zweiten Satz weniger Gewicht gemacht als beim ersten. Aber es hat sich jetzt so ergeben. Ja, trotzdem gut. Sehr schöne Maschine, gefällt mir sehr gut. Pack ich einen, nehme ich mit nach Hause. Das kotzt mich auch immer jedes Mal an, die Leute im Studio sind, die ganzen Gewichte auf den Maschinen lassen. Bei mir im Studio, ich spreche die Leute darauf an, dass sie die Scheiße wegräumen sollen. Das nervt mich selber, wenn ich an die Maschine komme, von unten anfangen will, mich zu steigern, dann muss ich mal erst die ganze Kacke abräumen. Kann ich nicht leiden. Deswegen versuche ich immer mit gutem Beispiel voranzugehen und die wegzuräumen. Schauen wir mal, was die Maschine kann. Die kenne ich tatsächlich von früher noch. Alten Studio hier trainiert, also nicht hier, aber in Regensburg trainiert habe, gab es die auch. Ist ganz gut. Ich glaube, die kann man nicht machen. Da komme ich nicht rein, richtig. Da breche ich mir irgendwas. Lass du eine Kurzhantel gehen. Alles klar? Sehen. Gut schaust du aus. Ich gebe zu Hause trainiere ich fast sehr selten mit Kurzhanteln. Deswegen muss ich ein bisschen Piano machen. Nicht, dass er mich hier auf dem Video was abreißt, wird es wahrscheinlich die Klicks geben, aber irgendwie ein bisschen unnötig jetzt. Weiß ich, warum ich so lange keine Kurzhantel mehr gemacht habe. Ich krieg da immer Schmerzen in der Schulter. Ich weiß nicht warum. Ganz bescheuert. Ne, das weiß nicht. Ne, weiß nicht, das Gelbe vom Ei. Aber okay. Bist du gerade fertig? Ja. Bist du fertig? Perfekt. Wo hast du deine Freundin gelassen? Hm? Wo hast du deine Freundin gelassen? Macht ja. Ah ja, tatsächlich. Das habe ich sie gesehen. Also, was wiegst du jetzt? Schaut schwer aus. Schaut massiv aus. Ungewohnt 130. 130, Alter, leck mir am Arsch. Der ist nicht schlecht. Wie groß bist du? 1,80? 1,82. Ja, ich hab doch keinen Stempel von angefangen. Ja, mach ich. Ja. Das, was ich bei Leuten immer sehe, was sie falsch machen, dass sie die Schulter nach vorne kugeln lassen und einfach keine stolze, aufrechte Brust machen, Schulterblätter zusammenziehen, dann drückt man hauptsächlich aus der vorderen Schulter. Das ist überhaupt nicht Ziel der Sache, sondern schön stolze Brust, Schulterblätter hinten zusammen und dann schön aus der Brust rausdrücken.
und auch wenn es schwerer wird, das nicht vernachlässigen. Weil die meisten Leute, wenn es dann schwerer wird, kommen die nach vorne, damit die Hilfsmuskeln mitarbeiten. Aber das ist überhaupt nicht Ziel der Sache. Es geht darum, möglichst viel Gewicht zu bewegen. Das ist ja nicht im Powerlifting, sondern den Muskel möglichst hart zu reizen, möglichst hart zu isolieren. Das ist das Ziel im Bodybuilding. Genau. Jetzt machen wir noch einen Satz. Gesehen hat jetzt zum Schluss, wenn ich nicht mehr kann, versuche ich nicht um Krampf irgendwie noch komplette Wiederholungen zu machen, sondern mache dann einfach nur den Teil der Wiederholung, den ich noch schaffe, und zwar nur aus der Brust rausgedrückt, ne? Dass der Muskel richtig ausgebrannt wird, ne? Bis zum Ende. Das war es erstmal Brust. Das war eigentlich ganz okay. Kurzhandel war nicht ganz so geil. Aber ansonsten war es echt cool. Ja. Wenn man natürlich das Studio ein bisschen besser kennen würde und die ganzen Gewichte und so besser einschätzen könnte, wäre es natürlich nochmal besser. Aber war gut. Guten Pump. Jetzt machen wir noch eine Übung Trizeps. Das ist eine Übung, wo ich das mache, wie zu Hause. Jetzt habe ich einmal das richtige Arbeitsgewicht gefunden. Ich glaube, ich habe jetzt so 10 Wiederholungen gemacht im ersten Satz. Jetzt werde ich einen Satz machen, wo ich ein bisschen leichter gesteckt habe. Jetzt werde ich mal 4 Wiederholungen machen. 4 Sekunden Pause, wieder 4 Wiederholungen, 4 Sekunden Pause. So lang, bis mein Tod ist, ja. Extrem viel Spaß, weil man immer diese 4 Wiederholungen schaffen muss. Und 4 Wiederholungen im Kopf ist so mental, denkt man sich so, 4 Stück, das schaffe ich locker. Auch wenn es schon ultra anstrengend ist, denkt man sich so, es sind nur 4 Stück, die schaffe ich immer. Irgendwann kommt aber so ein Punkt, da bist du einfach bad. Aber da wollen wir auch hin. Müssen wir hin. Ach, nee, das war's gut. Meine Einstellung ist auch so, wenn man einmal so einen Satz gemacht hat, zum Beispiel auch für so eine kleine Muskelgruppe wie Trizeps jetzt, oder 2 Sätze, so wenn es was sagen, das richtige was sagen gegangen ist, andere Grenzen gegangen ist, dann braucht man auch nicht mehr. Also denke ich, klar, man kann jetzt 10 Sätze jedes Mal rumpimmeln und irgendwie 70% nur bringen. Dann kannst du natürlich 10 Sätze machen, aber bringt nichts. Dann mache ich lieber 1-2 Sätze richtig und dann kann ich auch irgendwann nach Hause. Okay, Bauch wieder zu ausschauen. Ich mache jetzt so quasi so einen Supersatz. Immer ein bisschen Crunches. Mache ich vielleicht am Kabel oder sowas. Und dann, also davon mache ich immer 20 Wiederholungen. Und dann im Supersatz dazu 10-mal einfach so fest den Bauch einziehen, wie es geht. Ich kriege zwar kein Vakuum hin. Irgendwie ist meine
bin ich gut genug dafür gebaut oder habe zu wenig trainiert dafür, aber auf jeden Fall diese inneren Bauchmuskeln stark zu trainieren, dass man den Bauch gut in der Kontrolle hat auf der Bühne, das ist mir ganz wichtig. Deswegen machen wir das jetzt. Ist durch? Ja, ich habe mich gefreut. Ja, ich hoffe, ich wir schreiben auf jeden Fall, ja? Ja? Gerne, mach mal. Wir schreiben auf jeden Fall. Okay. Ciao, tschüss. Ciao, Matthias. Auch genau. Da mal stehen geblieben. Solche Übungen halte ich für extrem wichtig, besonders wenn man ein schwerer Bodybuilder sein will, muss man extrem viel essen. Und das viel Essen, wenn du halt dazu den Bauch nicht trainierst, hast du die ganze Zeit so einen Kessel dran. Und dann nach einer kurzen Zeit und nach wenigen Jahren wird deine Mittelpartie einfach wachsen und die ganze Illusion von dir geht kaputt. Und wenn du natürlich eine schmale Taille haben, oder halt der Schlüsselbein, wenn das nicht gegeben ist, du hast so eine Plauze dran, schaust du einfach nur kacke aus. Und das will keiner. So, schau mal, was die Waage sagt. 120 auf dem Strich. Ich hatte heute Morgen 117,3. Also ein bisschen Klamotten, ein bisschen Cap. Ja, kommt gut hin. Ja. Normal nehme ich immer vor, den Shake während dem Training zu trinken, aber irgendwie bin ich immer so beschäftigt, dann muss ich meinen letzten Rest immer so trinken. Fürs Training war es jetzt. War ich echt ein cooles Studio, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. So, wenn man sich umschaut, viele jüngere Leute, die echt ambitioniert trainieren, zumindest auf den ersten Blick jetzt. Da macht es auf jeden Fall Spaß zu trainieren. Macht Laune her. Die Geräte an sich sind klug ausgewählt, wie ich das so sehe. Kann man auf jeden Fall gerne mal öfter vorbeikommen zum Trainieren. Also bei mir gibt es Post-Workout immer so ein Schokoreis. Das ist quasi eigentlich so gepuffter Reis mit Schokogeschmack. Verdaue ich richtig gut. Also Reis verdaut eigentlich jeder super gut. Und da kommen jetzt noch 50 Gramm Whey-Isolat mit rein. Im Geschmack Vanille, also Schoko-Vanille. Das sind einfach Klassiker, die funktionieren immer. 50 Gramm, das ist ungefähr so 1,5 Scoops. Mache jetzt einen kleinen Schuss Wasser drauf. Erstmal ein bisschen durchmixen. Jetzt einen kleinen Schuss Wasser. Dieser Schokoreis besteht ungefähr aus 70% Reis. Der Rest ist ein bisschen Zucker, natürlich Kakao und sowas. Ist perfekt für nach dem Training. Ein bisschen schnelle Kohlenhydrate, leicht verdauliche Kohlenhydrate. Dann das Whey einfach auch super schnell verfügbar. Und Isolat hat auch. Ich habe ein bisschen Laktoseintoleranz, deswegen kann ich jetzt zum Beispiel normales Whey mit viel. Laktose jetzt nicht essen, deswegen habe ich jetzt so eins. Für einen normalen Sportler reicht eigentlich ein Whey-Konzentrat, aber ich benutze jetzt das. Ist einfach nochmal hochwertiger. Das schmeckt auch brutal gut, deswegen kann ich es nur empfehlen. Und das schmeckt auch, ist immer jedes Mal ein Highlight nach dem Training. Das ist einfach so Cornflakes oder sowas Süßes nach dem Training. Das geht eigentlich immer, ne? Also da kann man keinem was anderes erzählen. So, bevor ihr mir jetzt 3 Minuten beim Essen zuschaut, sage ich schon mal Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Könnt ihr gerne in den Kommentaren unterschreiben, was euch vielleicht nicht gefallen hat, was euch gefallen hat. Gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ich öfter sowas machen soll, was ich vielleicht trainieren soll, mit wem ich zusammen trainieren soll. Lasst mir da gerne ein paar Kommentare da, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten.